Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengraffer-Kanal. Mein Name ist Jörg und wir machen heute eine Expedition KY202. Ja, das ist ein neuer Hubschrauber, ein neuer Helikopter mit einer kleinen Kamera oder auch ohne. Und was das ist, das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Es gibt einen neuen Helikopter, den Expedition KY202. Der steht schon da hinten. Wir machen da aber noch das Unboxing dazu. Und ich hatte euch ja schon mal ein Video gemacht von dem eGiant E110. Das habe ich euch hier oben mal verlinkt. Und da hatte mir damals der Willi von Willis 3D-Druck ja, den Helikopter zur Verfügung gestellt. Der hatte wieder auch irgendwie ein Experiment im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt gab es wieder einen neuen Helikopter und da hat der Willi wieder irgendwas vor. Also ich weiß es nicht, was er da treibt und macht mit diesen ganzen Spielzeugdrohnen und Geschichten da. Und wir machen jetzt das Unboxing und da schauen wir gleich mal, was zu unserem Helikopter dazugehört. Und der ist der Expedition KY202. Den werden wir gleich mal auspacken. Seitlich hat man hier auf der Verpackung auch noch Abbildungen. Da sieht man, das Gerät kann über den Controller oder auch direkt über das Handy gesteuert werden. Und auf der unteren Seite hat man auch schon so Symbole und Infos, wie das Gerät dann auch ausgestattet ist. Unter anderem mit einer Hinderniserkennung, Bildübertragung. Dann soll sich das Ganze per G-Stick steuern lassen, da bin ich ja gespannt. Und HD, Foto und Video. Und da bin ich ja mal echt gespannt, was uns da erwartet. Es macht sich hier so ein bisschen schwer. Und da fällt uns auch schon unsere Bedienungsanleitung in die Hand. Also klein, aber fein. Mit ein paar Bildern das Ganze hier demonstriert, aber leider nur auf Chinesisch bzw. auf Englisch. Aber ich denke, wir werden uns anhand von diesen Bildern auch ganz gut zurechtfinden. Und wenn dir das Video bis dahin schon mal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir dann am Ende des Videos einen Daumen nach oben gibst, einen netten Kommentar schreibst oder am besten auch den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann wirst du über jedes neue Video benachrichtigt, wenn ich da was veröffentliche. Das hilft mir und dem Algorithmus, damit noch mehr Leute meine Drohnenvideos und Tutorials sehen können. Vielen Dank dafür. Und jetzt machen wir schon mit unserer Expedition KY202 weiter. Und dann befindet sich natürlich im Lieferumfang auch wie immer ein Werkzeugkoffer, so nenne ich das jetzt mal, ein USB-Kabel, ein paar Rotorblätter und ein kleiner Schraubendreher. Das packen wir jetzt nicht aus. Dann dazu ein Akku. So schaut der jetzt aus. Klein, aber fein. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch ein Akku dabei ist. Also ich habe jetzt nur einen Akku hier drin gehabt in der Packung. Vielleicht steckt er hier im Helikopter schon drin. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Und auf dem Akku findet man ja leider keine Angaben zur Kapazität oder zur Größe. Naja, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber ja, so ist es eben. Und dann schauen wir einfach mal, was noch hier so drin steckt. Und da ist jetzt auch schon unser Controller. Den packen wir auch gleich mal aus. Ja, so schaut das jetzt aus. Also man hat hier verschiedene Bedienelemente. Hier unsere Steuersticks. Und eben ja auch landen, starten und so weiter. Also ich bin gespannt, wie das ganze Gerät dann auch funktioniert. Das kann man hier so ausklappen. Da kann man dann das Handy einschieben. Und hier hat man dann ja unseren Startknopf. In dem oberen Bereich gibt es auch noch zwei Bedienelemente. Das kann man einmal hier sehen und einmal hier. Aber was mich hier so ein bisschen stört, ich meine, man kann da wahrscheinlich auch nicht viel erwarten bei dem Ganzen. Aber es ist alles günstigstes Plastik, so muss ich das jetzt einfach mal nennen. Also wenn man hier, man hört das, es klingt plastisch gut. Und naja, jetzt schauen wir einfach mal weiter. Jetzt kommen wir hier nochmal zurück zu unserem Controller. Also hier auf der Rückseite lässt sich dann das Batteriefach öffnen. Aber wenn ich jetzt hier ziehe, macht sich gar nichts. Hier gibt es dann eine Schraube. Man sieht das auch, ja. Man muss immer den Schraubendreher dabei haben, wenn man dann einfach mal schnell die Akku wechseln möchte. Und dann kann man hier das Ganze öffnen. So schaut das jetzt aus. Und da kommen dann drei so
1,5 Volt AA-Batterien rein. Das machen wir jetzt erstmal zu. Und dann schauen wir uns den Helikopter mal an. Und da werden wir den Expedition KY202 mal rausholen. So schaut das Gerät jetzt schon mal aus. Also man sieht das mit Doppelpropeller. Das finde ich sehr schön. So schaut das Gerät jetzt von vorn aus. Da ist unsere, ja, denke ich mal, Kamera, wenn eine eingebaut ist. Das Gerät gibt es mit und ohne Kamera. Und dann hat man hier unten, ja, doch irgendwie so ein Sensor, wie man sehen kann. So ein, ja, Abstandsmesser oder irgendwie sowas. Das finde ich jetzt schon mal ganz interessant. Und hier auf der Rückseite, da kommt dann unser Akku rein. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt geladen ist. Der rastet ein. Und hier auf der Unterseite hat man jetzt hier noch so einen Schalter zum Einschalten. Ja, da sieht man, da bewegt sich was. Der Akku ist anscheinend doch geladen. Und ja, es leuchtet und blinkt von allen Seiten sehr schön, so wie man das gewohnt ist. Und dann befindet sich in unserer Box auch hier noch so ein kleines, ja, Landegestell, sage ich mal. Das schaut aus wie so ein kleiner Schlitten. Und jetzt werden wir das alles mal zusammen montieren und dann wird gewogen. Bevor es jetzt auf die Waage geht, hier sieht man das, hier sind vier so kleine Löcher. Das ist für unser Landegestell. Dann wird das hier so aufgesetzt und dann muss das Ganze noch verschraubt werden. Also das mit diesen Verschraubungen auf der Unterseite, das hätte man können auch anders lösen. Das ist für mich schon mal ein Minuspunkt. Das hätte man können auch mit so einer Clips-Mechanismus irgendwie lösen, dass man das irgendwie ein bisschen anders macht, dass das eingerastet wird und dann ist es fertig. Und die Schrauben hier, ja, die kann der Willi jetzt reindrehen. Und da sind wir auch schon bei unserer ersten Kanalvorstellung hier auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ich hatte euch ja im letzten Video gefragt, ob ihr da Interesse dran habt, dass man dann so kleine Drohnenkanäle oder auch andere Kanäle, mit denen man da zusammenarbeitet, auch mal vorstellt. Und da kam wirklich eine sehr große Resonanz. Das Video, das habe ich euch hier oben mal verlinkt, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie ihr den Kanal mitgestalten könnt. Das war jetzt nur so eine Idee mit den Kanalvorstellungen. Und da fangen wir einfach heute mal mit Willis 3D-Druck an. Der Willi, ja, das ist ein guter Freund, ein Nachbar, ein Bekannter. Und der hat mir diesen KY202 zur Verfügung gestellt für dieses Unboxing-Video, was wir hier heute machen. Und der Willi hatte mir damals auch die eGine E110, ja, kurz gegeben, hat gesagt, Mensch Jörg, mach mal ein Unboxing dazu. Er hat da einen Test mit irgendwelchen Sachen, was er da aus dem 3D-Drucker lässt. Er macht da auch Sachen für Drohnen, also schaut da wirklich mal vorbei. Er hat mir für meine Autel Evo Nano Plus auch was gemacht aus dem 3D-Drucker und für die DJI Mini 2 damals. Vielleicht macht er jetzt auch was für die DJI Mini 3 Pro, da müssen wir mal schauen. Vielleicht fällt mir da auch noch was ein. Und da will ich euch mal kurz den Willi hier vorstellen. Ja, der hat so ganz verschiedene Sachen, was er da auf seinem Kanal präsentiert, was er da so macht. Wenn ihr da Interesse dran habt an 3D-Druck oder so anderen Modellbausachen, schaut da wirklich mal rein. Der Willi hat da auch, ja, ein ganz schönes Repertoire an Videos. Und jetzt machen wir auch schon weiter hier mit unserem Expedition KY202. Willi, vielen Dank dafür erstmal. Und jetzt werden wir das Gerät mal wiegen. Gramm ohne Schrauben, sehr schön. Ja, und wie wir sehen können, das Gerät blinkt und leuchtet von allen Seiten. Vielen Dank an Willis 3D-Druck nochmal dafür, dass du mir jetzt das Gerät hier zur Verfügung gestellt hast. Zumindest hier für das Unboxing auch. Da finde ich das sehr schön. Und einen Testflug gibt es da natürlich auch von uns. Jetzt habe ich hier auch schon Batterien drin in unserem Controller. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Also man sieht, es leuchtet alles, es funktioniert. Man muss das Gerät auch kalibrieren, bevor man dann startet. Also das war jetzt wirklich nur mal das Unboxing-Video dafür. Ich will da jetzt auch nicht fliegen. Und den Flugtest, ja, den macht dann der Willi mit seinen Sachen, wahrscheinlich aus dem 3D-Drucker. Ich weiß nicht, was er da geplant hat. Aber ich werde mir dann im Nachhinein auch diesen Helikopter hier nochmal ausleihen, wenn es möglich ist beim Willi. Und dann werde ich dann auch wirklich das ganze Gerät mal auf Herz und Nieren testen. Auch dann die Steuerung über das Handy oder auch mit dem Controller das nochmal so ein bisschen mit unter die Lupe nehmen. Also der Helikopter hat eine Kamera, er soll mit Gestensteuerung funktionieren, beziehungsweise soll er dann auch noch eine Hinderniserkennung oder irgendwie was haben. Also ich kann euch das noch nicht ganz genau sagen, ich muss dann wirklich mal rausgehen. Das Flugwetter ist ja jetzt auch nicht so schön, dass man da draußen jetzt fliegen kann und testen kann.
Aber das Unboxing-Video, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, damit man dann so sieht, was dann geliefert wird, wenn man sich das denn irgendwo bestellt. Also aktuell gibt es das Gerät bei Banggood oder wahrscheinlich auch bei Amazon. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal hier unten drunter. Und ich blende euch jetzt gerade mal von Banggood noch so ein paar technische Eigenschaften mit ein und was da eben noch zu dem Gerät mit geliefert wird, was dazu geschrieben steht. Falls ich da jetzt irgendwas vergessen habe, da habt ihr mal so einen groben Überblick über den Helikopter nochmal. Das war jetzt mal das Unboxing zu unserer Expedition KY202. Also ich hoffe, das wird dann kein Flugexperiment mit unserer Expedition. Da müssen wir uns dann draußen wirklich mal anschauen, was das für ein Gerät ist, wie das alles so funktioniert. Ich wollte euch das jetzt wirklich bloß mal so kurz vorstellen. Und für jeden Hubschrauber-Expeditions-Experimentenflug braucht man natürlich auch wieder eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Unter dem Code DRGR3 findet ihr bei denhelden.de eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung. Und da spart ihr euch auch noch einen Monatsbeitrag mit dem Code, den ich euch gerade genannt habe, DRGR3. Das alles findet ihr hier unter dem Video. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.